Hey yo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und was möchte ich euch heute zeigen? Das zeige ich euch jetzt. Erstmal habt ihr bestimmt schon am Thumbnail gelesen oder gesehen, am Titel auch, das worum es geht. Und zwar als Host 0% und zwar einem Freund Geld geben. Jetzt warum sollte man das tun? Tja, auf den Next-Gen-Konsolen gibt es einen Karrieremodus und da braucht man auf jeden Fall das Cash. So kann man den einen oder anderen etwas hochfixen. Was müssen wir dafür tun und welche Heists unterstützt das Ganze? Meines Wissens nur Apartment Heists, Gefängnisausbruch, Human Labs, Serie A und den Pacific Standard. Aber auch nur in den Finalen, ihr müsst die Heists wie gesagt vorbereiten, ob die anderen Heists wie Kayo, Casino oder Act 3 damit unterstützt werden, weiß ich nicht. Diese sind erstmal raus. Dann gehen hier an Asuna, David und Luca raus. Denn und ganz besonders an Asuna, denn er hat mir das Video denn überhaupt erst geschickt und den Trick. Und in dieses Modul gehen wir auch gleich direkt in den Glitch bzw. Trick rein. Erstmal, wie gesagt, wollte ich mich bedanken für die ganze Hilfe bei den ein oder anderen Missionen. Und da würde ich sagen, lass uns den Heist auch doch direkt hier mal starten. Aber wie gesagt, bevor wir hier direkt beginnen, sei gesagt, dann heißt, müsst ihr ganz normal spielen, da ändert sich nichts dran, keine Beschleunigung, kein gar nichts. Und ihr braucht dieselben Strategien, die ihr sonst halt auch immer verwendet. Deswegen, wie gesagt, spielt den heißt einfach ganz normal. Ihr startet das Ganze, wird gestartet und dann warten wir einen kleinen Moment ab, bis das Ganze gestartet ist. Ja, Lobby gestartet, ja, geht ja, braucht immer ein bisschen. Dann bekommen wir erstmal die Cutscene. Wer das Ganze schon gespielt hat, kann das Ganze natürlich skippen und kann das Ganze überspringen ab dem Punkt, wo die Tür hier ungefähr aufgeht, wenn wir das Ganze überspringen. Als nächstes, wie gesagt, welche Rollen und welche Positionen der eine oder andere hat, das ist vollkommen irrelevant. Das ist scheißegal. Stellt ein, wie ihr wollt. Was der ganze Trick ausmacht, ist, wenn ihr jetzt auf eure Prozentzahl geht, klickt einmal auf X, dadurch könnt ihr das auswählen und könnt eure Prozentzahl switchen. Drückt einmal nach links, einmal auf Dreieck und dann nochmal auf X für bestätigen und das Ganze ist auf 0. Dann könnt ihr euren Freund, den ihr unterstützen möchtet, bei den Karriere heißt zum Beispiel, oder wenn ihr einen Spieler ordentlich mal Geld geben wollt, durch so einen heißt, einfach die 70% geben, sagt allen, dass sie bereit machen sollen. Und das Ganze ist dann auch schon durch. Das war auch schon alles. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den OG Heists. Euer Zockerbeast 91 und ciao.